grüße euch. Paraguay Live. Heute sprechen wir über Paraguay Immobilien, gebrauchte Immobilie oder ein Neubau erwerben. Diese Frage werde ich euch beantworten. So, viele von euch fragen mich bitte, wie sieht die Sache mit gebrauchten Immobilien in Paraguay aus? Da muss ich euch etwas enttäuschen. Hier sieht die Sache komplett anders aus. Zumindest außerhalb von Großstädten gibt es im Prinzip kaum oder gar keine Bauvorschriften. Was heißt das? Ihr wisst bei einer gebrauchten Immobilie überhaupt nicht, was ihr erwerbt. So, meistens ist die Bausubstanz schlecht, also schlecht überprüfbar. Ja, es gibt natürlich sehr viele Makler auf dem Markt, die euch natürlich positive Sachen erzählen, sowohl was Eigentumsnachweis angeht, als auch natürlich andere Sachen. Viele werden logischerweise auch verschwiegen. Deshalb. Deshalb, da müsst ihr wirklich aufpassen. Ich gebe euch auf jeden Fall unten in den Videobeschreibung zwei Links. In Classipa, wo ihr die Anzeigen sehen könnt, sowohl private als auch von Immobilienmakler, wo ihr in Ruhe sich die Häuser nach Kategorien bzw. nach Departamentos anschauen könnt. Und der zweite Link, der betrifft natürlich sowohl private als auch Immobilienmakler, da wo die Häuser angeboten werden. So, bei gebrauchten Immobilien müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Daher meine Empfehlung, schaut richtig bei gebrauchten Immobilien, schaut es richtig an, nimmt einen verlässlichen, entweder Notar, besser Architekten und besser noch ein Baugutachter. Der sagt euch auf jeden Fall normalerweise, wenn er natürlich nicht von anderen Seiten irgendwie mit beeinflusst wird, ob die Immobilie das Geld wert ist oder nicht. Wobei, wie gesagt, wegen dem Preis ist es immer so, das, was mir gefällt, muss dir oder dem anderen absolut nicht gefallen. So oft werden natürlich auch versteckte Mängel nicht erwähnt, was logischerweise keiner normalerweise, weder der Makler noch der Eigentümer, es erwähnen möchte. Also, da ist so eine Sache, also was Renovierung angeht und gebrauchte Häuser bzw. gebrauchte Immobilie, ist eher meine Skepsis da. Aber es ist euer Geld, da müsst ihr entscheiden und hoffentlich trifft ihr die richtige Entscheidung. So, da es im Prinzip in Paraguay keine Bauvorschriften beziehungsweise keine Bebauungspläne gibt. Was bedeutet das für euch? Ja, dass falls ihr euer Haus, das betrifft wohl auch die Immobilie, auch neu, nur ein Wohngegend.
Also, wie gesagt, Neubau, was schon steht, habt ihr natürlich die Vorteile. So, also kurze Zusammenfassung. Wenn Sie eine Entscheidung treffen, sollen Sie einfach schauen, dass sich um eine Wohnsiedlung handelt. Ja, also wie gesagt, wo nur Häuser zum Wohnen entstehen und nicht, dass Sie auf einmal eine Halle neben Ihrem Haus haben. Das passiert nämlich sehr oft. So, die zweite wichtige Sache ist natürlich auch die Sicherheit. Also da müsst ihr natürlich auf jeden Fall achten, dass die Nachbar- bzw. die Neubausiedlung, so wie in unserem Fall, natürlich eine gemischte Siedlung ist, mit Ausländern, aber auch mit dem entsprechenden oder mit den entsprechenden Paraguayer mittelschicht aufwärts. Also auf jeden Fall eine sichere Gegend. Weil sonst, wenn die irgendwie oder irgendwo auf der Wallerheide wohnt, die Sicherheit wird nie gewährleistet. Also in diesem Sinne. So, einige Ratschläge bitte beachten. Und dann, sorry, das Video auf jeden Fall weiter teilen. An diejenigen, die Interesse haben, einfach Likes nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Und links werde ich natürlich weitere empfehlenswerte Videos aus unserem Kanal weitergeben. Mach's gut, in diesem Sinne, ciao, ciao.